Hey Leute, was geht ab? Heute gibt's mal wieder ein kleines Duell und zwar habe ich hier 12 Bösewichte rausgelegt. Das sind alles limitierte Karten von der Lego Ninjago Trading Card Game Serie 2 und 3. 7 Karten habe ich von der Serie 2 rausgelegt und die restlichen 5 eben von Serie 3. Und wir wollen heute mal zusammen rausfinden, welcher dieser Bösewichte hier der böseste ist oder der glücklichere. Wir schauen einfach mal. Es gab ja schon lange kein Duell mehr, deswegen erkläre ich nochmal ganz kurz die Regeln. Das hier ist wieder ein Jeder gegen jeden Turnier, das heißt, wir werden die Karten am Anfang gut durchmischen und dann verdeckt hinlegen. In Runde Nummer 1 nehmen wir uns dann die ersten beiden Karten und die treten dann im Tempowert gegeneinander an. Die Karte mit dem höheren Wert kommt dann in die nächste Runde, die Karte mit dem tieferen Wert, die scheidet dann aus. In Runde Nummer 2 nehmen wir uns dann die nächsten beiden Karten, dann vergleichen wir den Angriffswert. Das ist wieder das gleiche Spiel, die Karte mit dem höheren Wert kommt in die nächste Runde, die mit dem niedrigen scheidet dann wieder aus. In Runde Nummer 3 vergleichen wir den Powerwert, Runde Nummer 4 dann den Abwehrwert und das machen wir dann eben 6 Runden lang, weil wir hier 12 Karten haben und dann haben wir 6 Gewinner und 6 Verlierer. Dann kommen wir eben in die nächste Runde und da treten dann die 6 Gewinner wieder gegeneinander an. Vorm Halbfinale werden dann aber bloß noch 3 Karten übrig bleiben, weil das dann nicht genau aufgeht bei 12 Karten. Und da werden wir es so machen, da wird dann ein Lucky Loser dazu stoßen. Das heißt, aus den ganzen Verliererkarten bisher, die werde ich nochmal gut durchmischen und dann noch eine Karte ziehen. Die tritt dann im Halbfinale noch mit an, damit wir da eben wieder 4 Karten haben. Und nach dem Halbfinale kommt dann eben das Finale und wer das gewinnt, der ist der böseste Bösewicht von diesen Karten. Okay, die Karten sind jetzt hoffentlich gut durchgemischt und wir starten gleich mal mit Runde Nummer 1. Hier vergleichen wir den Tempowert und wir schauen mal, wen wir hier als erstes haben. Hier haben wir auf jeden Fall eine Karte aus Serie 2 und zwar Zeitpower Crux. Das ist die LA-12 mit einem Tempowert von 89, also der zweitstärkste Wert der Karte. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Mal schauen, gegen wen er antreten wird. Gegen eine Karte aus Serie 3, das war richtig knapp, ein Punkt entscheidet hier nur. Garmadons Motorradgang hat nur einen Tempowert von 88, das heißt ein Punkt besser ist hier Zeitpower Crux. Und ja, so läuft es halt hier bei den Duellen. Im höchsten Wert hätte jetzt die Motorradgang zum Beispiel gewonnen, die hätte 108 gehabt. Hier Crux plus 102, aber die Regeln sind eben, dass wir jetzt den Tempowert vergleichen und da ist Crux eben besser und damit kommt er in die nächste Runde. Aber für die Garmadons Motorradgang gibt es natürlich nachher noch die Chance auf den Lucky Loser, also die haben immer noch Chancen eben dann ins Halbfinale einzuziehen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Runde Nummer 2, wir vergleichen den Angriffswert und hier haben wir wieder eine Karte aus Serie 3 und zwar Gemeiner Garmadon mit einem Angriffswert von 69, also naja, geht so, schlechteste Wert der Karte, mal schauen, kann natürlich reichen. Er tritt an gegen, ja und es reicht sogar gegen Power Klaus, eine Karte aus Serie 2 mit einem Angriffswert von 58, also deutlich schlechter, naja deutlich nicht, 11 Punkte hier ist der Unterschied, aber eben auch der schlechteste Wert von Power Klaus und das heißt, dieses Mal geht die Serie 3, also gemeiner Garmadon aus Serie 3, kommt in die nächste Runde. Und wir kommen damit zur Runde Nummer 3. Wir vergleichen den Powerwert. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Hier haben wir Zeitpower Acronix, der andere Zeitzwilling mit einem Powerwert von 108. Der höchste Wert der Karte sollte eigentlich ja sicher für die zweite Runde reichen. Schauen wir mal, gegen wen er antreten wird. Er tritt an gegen Scan-Modus Kryptor, ebenfalls eine Karte aus Serie 2. Und auch er hat den höchsten Wert hier in der Power mit 104. Aber Acronix ist eben 4 Punkte besser. Es sind richtig spannende und enge Duelle gerade. Aber es reicht auf jeden Fall für Zeitpower Crux. Er zieht ebenfalls in die nächste Runde ein. Und wir kommen damit zur Runde Nummer 4. Wir vergleichen den Abwehrwert und hier haben wir eine Karte aus Serie 3, Onimasken Ultraviolet mit einem Abwehrwert von 92, also ein sehr guter Wert, ist zwar bloß der drittstärkste Wert, aber auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Sie tritt an gegen Onimasken Kilo mit einem Abwehrwert von 69, ebenfalls eine Karte aus Serie 3, aber es reicht nicht, um Ultraviolet zu schlagen. Sie kommt damit in die nächste Runde. Und wir kommen damit zu Runde Nummer 5. Wir vergleichen den Tempowert. Schauen wir mal, wen wir hier noch haben. Giftiger Pythor, sehr schöne Karte auf jeden Fall. Leider hat er bloß einen Tempowert von 59, also der schlechteste Wert der Karte. Kann natürlich reichen. Schauen wir mal, gegen wen er antreten wird. Er tritt an gegen eine Karte aus Serie 3, gemeiner böser Skip, mit einem Tempowert von 88 und es reicht locker, um giftiger Pythor zu schlagen. Gemeiner böser Skip kommt damit in die nächste Runde.
Und wir kommen damit zum letzten Duell in Runde Nummer 1, und zwar Runde Nummer 6. Wir vergleichen den Angriffswert, und hier haben wir jetzt noch zwei Karten. Einmal Fisa Meister Chen mit einem Angriffswert von 71, also der drittstärkste Wert der Karte. Mal schauen, ob es reichen kann, und wer fehlt noch? Hier ist noch ein mächtiger General Kozu, ebenfalls eine Karte aus Serie 2. Da hatten wir zwei Karten mehr am Start, und er hat einen Angriffswert von 70. Hier entscheidet auch wieder bloß ein Punkt. Fisa Meister Chen gewinnt mit einem Punkt und zieht in die nächste Runde ein. Und wir können nochmal gucken, wen wir jetzt noch alles in Runde Nummer 2 da haben. Einmal natürlich Fisa Meister Chen, den haben wir gerade gesehen. Gemeiner böser Skip, eine Karte aus Serie 3. Oni Masken Ultraviolet, ebenfalls aus Serie 3. Zeitpower Acronix, eine Karte aus Serie 2. Gemeiner Garmadon, der ist dann wieder aus Serie 3. Und Zeitpower Crux, ebenfalls aus Serie 2. Gut, dann mische ich die Karten nochmal kurz, und eigentlich ist es jetzt wieder recht, ja, gut aufgeteilt, sage ich mal. Also wir haben noch drei Karten aus Serie 2 und drei Karten aus Serie 3. Gut, und damit starten wir auch wieder mit der ersten Runde. Wir vergleichen den Tempowert und schauen wir mal, wen wir da haben. Hier haben wir Gemeiner Garmadon, eine Karte aus Serie 3 mit dem höchsten Wert in der Power 109. Der steht in Flammen. Das ist, glaube ich, auch, ich glaube 110 ist der höchste Wert oder 111 bei den limitierten Karten. Aber 109 ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Ausgangswert. Er tritt an gegen ebenfalls eine Karte aus Serie 3, Gemeiner böser Skip, mit einem Tempowert von 88. Das heißt, Gemeiner böser Skip, er scheidet leider aus. Gemeiner Garmadon ist dann auf jeden Fall schon mal im Halbfinale dabei, aber Skip hat natürlich nachher noch eine Chance über die Lucky Loser Regel. Und wir kommen zur Runde Nummer 2. Wir vergleichen den Angriffswert. Schauen wir mal. Hier haben wir Fisa Meister Chen, eine Karte aus Serie 2, mit einem Angriffswert von 71, also gar nicht mal mehr so gut, aber schauen wir mal, was passieren wird. Er tritt an, gegen Zeitpower Crux mit einem Angriffswert von 102, deutlich besser auf jeden Fall. Und Zeitpower Crux kommt damit ins Halbfinale, und Meister Chen scheidet, ja, vorerst mal aus. Und wir kommen damit zur Runde Nummer 3, zur letzten Runde, bevor wir dann ins Halbfinale kommen. Wir vergleichen den Powerwert, und zwei Karten sind ja noch übrig. Einmal haben wir hier Zeitpower Acronix mit einem Powerwert von 108, also auch wieder der höchste Wert der Karte. Er tritt an gegen Onimasken Ultraviolet mit einem Powerwert von 97, also eigentlich auch ein starker Wert. Aber es reicht natürlich nicht, um Acronix zu schlagen. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal drei der vier Halbfinalisten beisammen. Einmal Zeitpower Acronix, dann Crux und Gemeiner Garmadon, eine Karte aus Serie 3. Und jetzt hole ich nochmal alle Verliererkarten dazu. Die werde ich mal kurz gut durchmischen, und dann werden wir davon noch eine Karte ziehen, die dann eben der Lucky Loser ist und noch mit im Halbfinale antreten wird. Schauen wir mal. Und dann werden wir natürlich auch noch die Werte auswählen, in denen wir dann das Halbfinale austragen werden. Das machen wir dann gleich im Anschluss. Jetzt ziehe ich als erstes mal eine Karte, die eben dann auch im Halbfinale antreten wird. Und ich nehme einfach mal diese hier. Und es ist Onimasken Ultraviolet. Sie ist gerade ausgeschieden, aber sie ist eben die Lucky Loserin und kommt damit noch ins Halbfinale. Und jetzt werden wir gleich mal auswählen, in welchen Werten wir die Halbfinals austragen werden. Dieses hier, der höchste Wert dieser Karte entscheidet jetzt, in welchem Wert wir das erste Halbfinale austragen werden, und es ist in diesem Fall Power Klaus mit einem Abwehrwert von 106. Das heißt, das erste Halbfinale werden wir im Abwehrwert austragen. Ich mische nochmal kurz durch. Dann werden wir das zweite Halbfinale auswählen und auch gleich noch das Finale. So, nehmen wir mal diese Karte hier. Das zweite Halbfinale werden wir austragen im Powerwert mit 104. Und jetzt machen wir auch noch gleich das Finale. Ich mische nochmal kurz durch. So, nehmen wir einfach mal diese Karte hier. Und hier haben wir den höchsten Wert, ebenfalls im Power, Garmadons Motorradgang. Das wird dann, ja, das Finale sein. Okay, dann schauen wir uns nochmal kurz unsere vier Halbfinalisten an. Onimasken Ultraviolet, Gemeiner Garmadon, Zeitpower Crux und Zeitpower Acronix. Die Karten werde ich jetzt auch nochmal kurz gut durchmischen, und dann werden wir uns die beiden Halbfinals mal anschauen. Gut, und im ersten Halbfinale werden wir den Abwehrwert vergleichen. Mal schauen, wer da antreten wird. Wir haben hier einmal Zeitpower Crux mit einem Abwehrwert von 78. Mal schauen, ob es reichen kann. Er tritt an gegen Gemeiner Garmadon. Abwehrwert hier 85. Das heißt, Garmadon kommt auf jeden Fall ins Finale. Zeitpower Crux ist leider ausgeschieden.
Und das zweite Halbfinale vergleichen wir im Powerwert. Da haben wir jetzt noch zwei Karten übrig. Einmal hier Uni Masken Ultraviolet mit einem Powerwert von 97. Sie tritt an gegen Zeitpower Acronix mit einem Powerwert von 108. Das heißt, Zeitpower Acronix zieht ins Finale ein. Und das können wir auch gleich machen, weil da vergleichen wir ja auch wieder den Powerwert. Schauen wir uns die beiden Finalisten mal an. Gemeiner Garmadon mit einem Powerwert von 86 gegen Zeitpower Acronix mit einem Powerwert von 108. Das heißt, Zeitpower Acronix gewinnt, dank Glück natürlich, aber er ist der Gewinner. Die böseste Karte hier aus diesem, wer ist die böseste limitierte Karte? Duell. So, und hier sehen wir nochmal alle Karten, die an diesem heutigen Duell teilgenommen haben. Die glücklichste Karte war Zeitpower Acronix. Er gewinnt dieses Duell im Finale gegen gemeiner Garmadon. Das komplette Duell fand ich recht spannend. Es waren sehr viele knappe Entscheidungen dabei, aber das macht eben so ein Duell aus. Das Finale war vielleicht etwas unglücklich, weil im Halbfinale auch schon mal der Powerwert verglichen wurde. Da müssen wir vielleicht nächstes Mal eine bessere Regel finden. Aber ansonsten fand ich eigentlich wieder, ja wie gesagt, es waren recht spannende Duelle dabei. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe natürlich euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.